Herzlich willkommen zu Standpunkte TV. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder dabei sind beim Talkformat der Metall- und Elektroarbeitgeber in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, dem nordwestlichen Niedersachsen und Bremen. Heute alles im neuen Design. Wir wollen jetzt vor der Kulisse von Elbe und Elbphilharmonie über Mensch, Arbeit, Industrie und Wirtschaft diskutieren. Und zur Wirtschaft gehört natürlich auch das Engagement für die Gesellschaft. Nordmetall hat die Nordmetall-Stiftung, die sich für viele gesellschaftliche Themenfelder engagiert. In unserem Fall heute geht es um Stiftungsarbeit und Demokratiekompetenz. Kirsten Wagner ist bei uns, Geschäftsführerin der Nordmetall-Stiftung. Sie sagt, Demokratiekompetenz ist jetzt ein weiteres Schwerpunktthema für unsere Arbeit. Herzlich willkommen. Anne Rohlwering ist im Studio. Sie ist Geschäftsführerin der Schwarzkopf-Stiftung für ein junges Europa. Sie sagt, wir arbeiten für die gesamteuropäische Völkerverständigung. Auch Ihnen herzlich willkommen. Michael Grenz ist hier, kaufmännischer Leiter von Hanseatic Power Solutions aus Norderstedt. Er sagt, wir arbeiten mit unseren Auszubildenden unter anderem dank der Ausbildungsvideos auf Augenhöhe. Herzlich willkommen auch Ihnen. Und Cem Selvi ist bei uns. Er ist zu uns gekommen aus Kiel, ist dort Ausbildungsleiter bei ThyssenKrupp Marine Systems, kurz TKMS. Und er sagt, ich war dort selbst mal Azubi und weiß deshalb umso besser, wie wichtig werteorientiertes Zusammenarbeiten ist. Mit Ihnen allen sprechen wir jetzt in Standpunkte TV über Stiftungsarbeit und Demokratiekompetenz. Ja, zurück im Studio, meine Damen und Herren. Stiftungsarbeit und Demokratiekompetenz. Das ist heute unser Thema. Und die Nordmetall-Stiftung hat sich ja vor allem, Frau Wagner, bisher mit Bildung, mit Wissenschaft, mit Kultur beschäftigt. Demokratiekompetenz ist was Neues. Wieso, warum und was machen Sie da? Wenn Stiftungen gegründet werden, dann hat man immer im Gedanken, dass sie über lange Zeit überdauern sollen. Also ist das, was man ihnen auf den Weg mitgibt, eher breit gefasst. Bei uns eben Bildung, Wissenschaft, Gesellschaft, Kultur. Und unsere tägliche Aufgabe ist jetzt zu sagen, was braucht unsere Zeit? Also wie können wir in Norddeutschland die Gesellschaft nach vorne bringen? Und da ist ein Thema, was uns am Herzen liegt, Demokratiekompetenz. Und das gehen Sie jetzt an? Mit welchen Projekten? Es ist für uns eher ein Querschnittsthema. Also wir sollen ja weiter Bildung, also in unserem Fall MINT-Bildung, Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik unterstützen, Engagementförderung und Kulturvermittlung. Und da denken wir, dass es heute wichtig ist, zum einen als Querschnittsthema Demokratiekompetenz zu unterstützen, aber auch sowas wie Medienkompetenz, sowas wie Innovationsfähigkeit oder Vermittlung, dass man über das, was man tut, gut sprechen kann, es weitergeben kann. Und konkrete Projekte wären eher die alten, bewährten Programme daraufhin zu überprüfen. Also wirklich auf den, wir haben manche Projekte, die Demokratiekompetenz schon in der DNA haben, das schon tun, lernen durch Engagements etwas. Aber unsere Kammermusikreihe wäre zum Beispiel etwas, wo wir uns fragen müssten, wenn wir das wollten, dass mehr Demokratie gelebt wird, kann man das auch mit Musikern machen und wie? Also das ist eine Aufgabe, die wir in der Zukunft sehen, an der wir uns jetzt fröhlich abarbeiten. Da stecken spannende Fragen drin. Genau. Frau Rohlwering, Ihre Schwarzkopf-Stiftung hat ja das für Europa im Titel. Also Europa-Engagement, klar, ist bei Ihnen Nukleus, DNA. Jetzt hat sich ja ein bisschen was verändert in der politischen Stimmung im Land in den letzten Jahren. Noch vor kurzer Zeit hat man für Europa Pulse of Europe demonstriert. Jetzt demonstrieren andere für oder gegen irgendwas, für Klima oder gegen Klimaschutz, der Landwirtschaft einschränkt. Das Klima in der Gesellschaft ändert sich. Ist Europa mehr denn je ein Thema, um das Sie sich kümmern müssen? Oder ist das eigentlich immer noch ein Selbstläufer bei den Jugendlichen? Nein, ein Selbstläufer ist es leider überhaupt nicht. Pulse of Europe, die Bewegung, die durch Europa ging und tatsächlich auch über die Grenzen hinaus, hat mich total begeistert als überzeugte Europäerin, die ich seit vielen Jahren sozusagen europapolitische Bildung in der Schwarzkopf-Stiftung mache. Nee, Selbstläufer nicht, da wir sozusagen eine hohe Komplexität sehen in Bezug auf das Thema Europa. Die europäischen Institutionen sind sehr weit weg. Es gibt auch bei jungen Leuten dieses gängige Vorurteil, Brüssel, das Bürokratiemonster. Und auf der anderen Seite sehen wir aber, und das finde ich ganz spannend, das hat sich auch in der Wahlbeteiligung zu den letzten Europawahlen gezeigt, dass junge Leute eigentlich
durch und durch proeuropäische Einstellungen haben und sozusagen ein ganz starkes Wertefundament auch für sich in Europa sehen, über Grenzen hinweg wiederum. Und das, und da wollen wir anfassen mit unserer Bildungsarbeit, mit unserer Demokratiebildung, die wir machen für Europa. Und ich würde die beiden Themen gar nicht gegeneinander ausspielen, sozusagen. Einmal jetzt die Klimabewegung und damals Europa. Das spielt für mich alles zusammen. Und ich würde konstatieren, dass da eine junge Generation aus ihrem politischen Winterschlaf in gewisser Weise gerade aufwacht. Und das ist großartig. Und das ist auch schon vor der Europawahl passiert. Ich würde sagen, dass sozusagen so ein Kernmoment des politischen Erwachens eigentlich 2015 war, als die große Flüchtlingsbewegung über Europa hinwegging. Und da habe ich gemerkt in der Arbeit der Stiftung, dass ganz viele junge Leute zu uns kamen und sich engagieren wollten, motiviert waren, was zu ändern. Sich motivieren zu fragen, in welcher Gesellschaft möchten wir eigentlich leben? Wie sieht Zusammenleben heute für uns eigentlich aus? Und welche Gesellschaft möchten wir morgen eigentlich haben? Das ist jetzt ein gutes Stichwort, weil ich zu Ihnen kommen wollte, Herr Grenz. Bei Ihnen ist es ja nicht im engeren Sinne ist das Politische, sondern es ist das Zusammenleben und Zusammenwachsen in der Firma, bei Hanseatic Power Solutions. Und dafür nutzen Sie auszubildenden Videos, habe ich von Ihnen gehört. Wie läuft das ab? Was machen Sie da? Wir haben aus eigenem Interesse natürlich irgendwann mal feststellen müssen, dass die Printwerbung für die Werbung von Azubis nicht mehr das geeignete Medium ist. Und so sind wir relativ früh, nämlich schon vor 4 bis 5 Jahren, auf die sozialen Medienkanäle umgestiegen. Wir haben angefangen, auf Facebook vermehrt mit Videos und Fotobeiträgen für uns zu werben, sodass wir entsprechend hofften, damals mehr Azubis, potenzielle Azubis anzusprechen, was auch funktioniert hat. Das Ganze ja, in Bild und Ton, wie gesagt, und durch die ständige Filmerei in der Firma, sage ich mal etwas pauschal, ist eine ganz, ganz lustige Stimmung entstanden. Jetzt haben wir ein Beispiel, das können wir vielleicht mal einspielen, liebe Regie, von einem Auszubildenden bei ihm namens Henry. Also ich bin Henry, 22 Jahre alt und seit 1.8. hier. Eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik. Ich habe mich entschieden, hier bei HPS anzufangen, eine Ausbildung zu machen, weil ich mich für Elektronik sehr interessiere und jetzt gerade in der angehenden Digitalisierung auch immer mehr mit Elektrotechnik in Kontakt treten werde, denke ich mal. Ich bin über die Jobbörse aufmerksam geworden und habe mich dann über die Firma informiert und war total begeistert. Da positioniert sich also jetzt ein frischer junger Mann für Sie, für Ihr Unternehmen und auch mit sich selbst als Teil des Unternehmens. Wie kommt denn das an? Was bewirkt das? Wollen jetzt alle sowas machen oder sagen manche um Gottes Willen, ich will das auf keinen Fall? Oder wie ist da die Stimmung bei Ihnen? Von bis. Also wir haben natürlich eine relativ überschaubare Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wie viele haben Sie in Norden? Wir haben 86 Mann, 86. Jetzt Mann und Frau, wobei es in der Elektrotechnik immer noch wenige Frauen sind leider. Sie machen Schaltanlagen. Genau, Schaltanlagen, Steueranlagen für Energieerzeuger, für Notstromanlagen. Die Stimmung ist durchwachsen. Es gibt durchaus natürlich einige, die nicht so gerne vor die Kamera treten möchten und andere nutzen das ganz gerne, um sich mal ein bisschen zu präsentieren, um ihren Lob an die Firma auch mal loszuwerden und machen sehr gerne mit. Am Anfang wurde das Ganze noch sehr skeptisch beäugt von vielen, die sich fragten, ob der Weg Richtung soziale Medien für ein professionelles Unternehmen der richtige Weg ist. Aber wir haben es durchgezogen, wir haben festgestellt, es kommt sehr gut an, nicht nur bei den potenziellen Azubis, sondern auch bei Geschäftspartnern und bei Kunden. Und insofern hat sich das Ganze ein wenig verselbstständigt. Also es muss keiner, sondern es macht nur der will, ja, nehme ich mal stark an. Ganz klar. Und wie diese Response, wie man so schön neudeutsch sagt, von außen, wie ist die denn? Sagen die Leute nehmt ihr eure Auszubildenden her, um euch da größer und wichtiger zu machen? Oder sagen sie andersrum, Mensch, ihr präsentiert uns junge, frische Leute, die? Also wie ist die Reaktion? Durchweg positiv. Also zum einen stellen wir für unseren Beruf fest oder für unsere Firma fest, dass wir seit Jahren steigende Bewerberzahlen haben. Das ist in unserer Branche nicht selbstverständlich. Grundsätzlich geht es eher zurück. Vielen Firmen geht es anders. Absolut. Ja. Und wir haben festgestellt, auch in den Bewerbungsgesprächen, dass der Social-Media-Auftritt da eine sehr starke Rolle spielt. Also wir haben jetzt immer mehr potenzielle Azubis, die bei uns sitzen und sagen, toll, ich habe auf YouTube schon alles gesehen, was ihr macht. Ich finde es super, ich möchte hier arbeiten. Die muss ich gar nicht mehr überzeugen. Also am Schluss ist das Image bildend und das Image ist positiv und bringt Ihnen neue Leute. Absolut.
Herr Selvi, Sie kommen aus Kiel zu uns von ThyssenKrupp Marine, wie wir wissen. Sie selber waren da Azubi vor ein paar Jahren. Jetzt sind Sie Ausbildungsleiter. Was hat sich eigentlich, wenn Sie auf Ihre Zeit als Azubi zurückblicken, geändert in der Stimmung, in der Haltung der Auszubildenden von damals gegenüber heute? Gerade bei diesen Fragen Miteinander, Gemeinschaftsgeist, also militärisch würde man sagen Chorgeist, ja, Identifikation mit der Firma. Was ist heute anders als früher oder vielleicht auch genauso? Mhm. Das paar Jährchen ist schon ein paar Jährchen her. Sie sind 16 Jahre insgesamt. Ja. Hat sich auf jeden Fall geändert. Also ich habe jetzt die Thematik seit knapp 1,5 Jahren übernommen. Ich kenne noch meinen alten Ausbildungsleiter. Wenn die Tür offen war, wollte man nicht davor durchgehen. Vielleicht er könnte einen ansprechen. Ist man einen anderen Weg gegangen? Aus Furcht, aus Hochachtung hat man das gemacht. Jetzt ist meine Tür offen. Wenn ich mich neben den Azubis mal hinstelle, in der großen Masse verschwindet man. Wenn ich meinen Blaumann mit anziehe, dann ist man fast unter denen. Definitiv hat sich da in der Thematik, wie gehen wir miteinander um? Lebe ich alles vor, bin ich im Kittel oder bin ich ein Teil von den Auszubildenden und dualen Studenten? Mhm. Also in der Thematik, wie arbeiten wir zusammen und wie treten wir zusammen auf, hat sich ein ganz großer Umschwung gegeben auf jeden Fall. Das ist doch eigentlich, wenn man das zusammenfasst, gilt das doch dann auch für Ihre Arbeit auch. Es hat sich was verändert in der Haltung Augenhöhe. Also wenn ich das richtig verstehe, ist das doch so, dass die jungen Leute heute sagen, ich will da auf Augenhöhe sein, ich fühle mich da auch mit meinem Ausbildungsleiter, auch mit dem Politiker oder mit dem Stiftungsvorarbeiter oder Organisator, mit dem kaufmännischen Leiter. Und deshalb bin ich zwar nicht respektlos, aber ich bin auch nicht mehr untertänig. Ist das so? Ja. Können Sie das in Ihrer Arbeit feststellen oder nicht? Also nicht nur Herr Selvi? Das ist definitiv so. Ja. Gelegentlich braucht es noch kleine Lernphasen, um den Unterschied zwischen Respektlosigkeit und Augenhöhe noch mal genau zu eruieren. Die sind ja meistens das erste Mal in einer großenteils doch erwachsenen Welt. Und müssen gewisse Dinge noch lernen, aber das geht eigentlich sehr schnell, stellen wir fest. Und dieses sich begegnen auf Augenhöhe, das ist definitiv wichtig geworden. Sie haben den Kopf geschüttelt eben. Ja, ich glaube, dass da eine junge Generation heranwächst, die das Selbstverständnis hat, auf Augenhöhe mitzusprechen, die auch mit Wucht und Energie und Kraft und Ideen da ist. Ich habe aber das Gefühl, dass sich die ältere Generation, ich würde mich da auch schon mit einschließen, manchmal ganz schwer tut, da die Akzeptanz und sozusagen auch die Sichtbarkeit zuzulassen und diesen jungen Leuten auch einen Platz am Tisch zu ermöglichen, der ihnen zusteht. Ich gebe Ihnen ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe letztes Jahr ganz viel sozusagen auch über Fridays for Future und diese Bewegung gesprochen. Und je nachdem, wo ich mich bewegt habe, habe ich entweder sehr große Zustimmung gehört und gesagt, toll, junge Leute, die sich endlich engagieren für etwas. Aber ich habe auch ganz viele andere Stimmen gehört, die gesagt haben, diese jungen Leute sollen erstmal ihre Schule zu Ende bringen. Sie sollen was lernen, sie sollen erfolgreich werden. Und dann dürfen sie sich doch bitte auch politisch engagieren, aber doch nicht mit 18, 19. Und sozusagen, ich glaube, da müssen alle Seiten lernen. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass wir da schon so einen Generationenkonflikt auch austragen oder zunehmend austragen werden zwischen einer jungen Generation, sozusagen, die mit Ideen und Visionen und vielen klugen Ansätzen Gesellschaft verändern möchte und dann doch auch irgendwie so eine Hemmschicht sozusagen und so ein Bottleneck, also so ein Flaschenhals da ist, wo sie sich ganz schwer tun, dann auch wirklich Teilhabe in Gesellschaft ausleben zu können. Das werden wir gleich noch weiter diskutieren, meine Damen und Herren. Jetzt schauen wir erstmal nach Bremen. Dort gibt es ein Projekt, was die Nordmetall-Stiftung auch unterstützt, das sich mit der Bremer Kunsthalle und mit U-Port befasst. U-Port ist so eine Art Initiative unter Jugendlichen in Bremen und im Nordwesten Niedersachsens, die sich darum kümmert, dass Netzetikette, Umgang im Netz, Akzeptanz und Toleranz vernünftig läuft. Und das lässt sich in der Tat mit einem Projekt in der Kunsthalle Bremen, mit einer Ausstellung, nämlich mit einer Ikonenausstellung, zusammenbringen. Wie das geht, zeigt Ihnen jetzt Jörg Rositzke. Ikonen oder was wir anbeten, so lautet der genaue Titel der Ausstellung hier in der Bremer Kunsthalle. Und der Bezug zum Thema Demokratiekompetenz liegt ja auf der Hand. Zum Beispiel die Frage, wie viel kritische Distanz brauchen wir eigentlich zu den Menschen oder Botschaften, denen wir folgen? Mit dieser Frage im Gepäck haben sich 5 sogenannte Scouts von U-Port auf den Weg nach Bremen gemacht. U-Port ist ein Verein, der Jugendliche bei Problemen und Gefahren im Netz berät. Und deshalb interessieren sich die Scouts auch ganz besonders für einen Ausstellungsraum, bei dem die Ikonen der Neuzeit im Mittelpunkt stehen.
Und in diesem Raum hier ist ganz viel Elektronik, viele bunte Bilder. Es geht um die Ikonisierung des Ichs. Was ist damit gemeint? Damit geht es um die Frage, ob Influencer eventuell die Ikonen von heute sind. Denn in dieser Ausstellung geht es um das Thema Ikonen. Das kommt eigentlich aus dem religiösen Kontext. Aber wir müssen uns natürlich die Frage stellen, wer die Ikonen heute sind und Einfluss auf unsere Gesellschaft und unsere Werte haben. Und das sind eventuell Influencer. Dabei sehen die UPOD Scouts die Helden der Social-Media-Plattformen durchaus kritisch. Der eine oder die andere hat auch schon konkrete Konsequenzen gezogen. Hauptsächlich habe ich gemerkt, wie mich Instagram auch in meinem privaten Leben, also beziehungsweise in meinen Gedanken beeinflusst hat. Und ich habe gemerkt, es tut mir nicht gut, weil ich es mitnehme und auch meinen Alltag dadurch auch verändere. Also ich habe mich ziemlich doll darauf fokussiert, mich irgendwie auch selbst darzustellen, beziehungsweise ich habe mich auch davon beeinflussen lassen, wie andere sich darstellen und wollte es dann nicht mehr. UPOD wird unter anderem von norddeutschen Landesmedienanstalten und mithilfe der Nordmetall-Stiftung finanziert. Nach dem Rundgang durch die Ausstellung beschäftigen sich die Teilnehmer in einem kurzen Workshop noch einmal mit Ikonen und ihrer Bedeutung. Ihr tretet auch und vor allem für einen respektvollen und werteorientierten Umgang miteinander ein. Warum ist dann eine solche Ausstellung wie die hier in Bremen so wichtig? Wenn ich werteorientiert durchs Leben gehen will, dann muss ich einfach auch eine gewisse Idee haben von Verknüpfung, von Bildern, von Kontexten. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt hier im Rahmen der Ikoneneinstellung, dass man eine Idee bekommt, wie Kontexte, also eine Person beispielsweise, zu einer Ikone werden lassen. Es geht hier ja auch um das Themenfeld Demokratiekompetenz. Inwiefern lässt sich das auch mit dieser Ausstellung koppeln? Das Thema Demokratiekompetenz lässt sich in der Ausstellung in zweierlei Hinsicht meines Erachtens nach wiederfinden. Einerseits vermitteln Influencer natürlich demokratische Werte, wenn es gut läuft, wie Toleranz, Respekt und Vielfalt. Und auf der anderen Seite ist eine Ausstellung oder speziell diese Ausstellung natürlich auch sehr vielfältig und bietet eine sehr große Diskussionsgrundlage, ob wir eigentlich die gleichen Werte haben. Sehen wir die Werke, die wir hier sehen, alle als Ikonen oder sind wir uns darüber nicht einig? Ja, das war wirklich ein spannender Nachmittag mit den Jugendlichen von UPOD hier in einer tollen Ausstellung in der Bremer Kunsthalle. Und wenn Sie Ikonen selber noch sehen wollen, bis zum 1. März, haben Sie dazu noch Gelegenheit. Ja, meine Damen und Herren, zurück im Studio. Bremen und die Ikonen. Frau Wagner, das ist ja schon eine Brücke, die man da schlagen muss, nicht? Von der Ikonisierung des Ichs zum Miteinander und zum Wir. Funktioniert das? Ist das ein gutes Projekt? Also natürlich ist es ein großartiges Projekt, aber die Brücke fällt mir jetzt gar nicht so schwer. Also die Frage ist, wie man Demokratie definiert, und ich würde es nicht nur als Parteipolitik bezeichnen, sondern eben auch als eine Haltungsfrage. Und für uns ist eben der Ansatz zu sagen, es ist auch eine Kompetenz, die wir vermitteln müssen. Also es geht mehr und mehr darum, dass man nicht wegkommt vom Fachwissen, das Fachwissen ein Bauteil ist, aber dass es auch andere Kompetenzen gibt, die es ergänzen müssen. Und sowas wie Selbstreflexion, sich in die Lage anderer zu versetzen, analytisches Denken, das ist etwas, wo Kunst und Kultur eigentlich genau da steht und sagt, wer hält in der Gesellschaft den Spiegel vor? Bei Ikonisierung des Ichs, also wo die Frage ist, wie stellen sich Menschen in den sozialen Netzwerken dar, ist ja auch wieder die Frage, wie wird Gesellschaft gezeigt? Ist das, was ist real? Da sind wir auch wieder bei Politik. Wenn wir an Herrn Trump oder Boris Johnson denken, dann werden manche Fakten auch verkürzt dargestellt. Also können wir mit Komplexität auskommen? Das alles sind Inhalte, die wir mittransportieren könnten, sowohl in einer Kunsthalle wie auch bei einem Kammermusikstück. Und das ist das, wo wir versuchen, eben es rauszuschälen. Jetzt haben wir, Haltung ist da, glaube ich, das richtige Stichwort, ein bisschen einen Punkt erreicht, wo es, glaube ich, darum geht zu definieren, was ist jetzt der Unterschied im Umgang mit Haltung. Also ist es die Frage, wir engagieren uns und die Älteren sollen das ernst nehmen? Oder ist es die Frage, wir reden als junger Azubi mit und der Meister soll mal gefälligst sich danach richten? Also um es jetzt mal zwischen Firma und politischer, gesellschaftlicher Haltung zusammenzubringen. Auf der einen Seite geht es also um dieses Augenhöhe-Thema, aber es geht auf der anderen Seite ja auch um
Fakten und Umgang miteinander in einem bestimmten Verhältnis, zum Beispiel von Ausbildung. Dazwischen liegt ja ein bisschen was, nicht? Da ist doch wohl ein Unterschied, oder sehe ich das falsch? Herr Grenz? Wenn ich da kurz einsetzen darf. Das sind natürlich auch verschiedene Ebenen. Wichtig ist, dass der Auszubildende seine Meinung sagen darf, dass er gehört wird. Er hat aber natürlich keinen Anspruch darauf, dass sein Vorschlag, seine Idee zwingend umgesetzt wird. Damit sind wir auch beim demokratischen Prozess. Jede Meinung soll gehört werden. Aber natürlich ist es nicht der Anspruch zu sagen, nur weil ich es sage, wird es natürlich umgesetzt werden müssen. Das, finde ich, ist durchaus eine demokratiebildende Maßnahme, die Auszubildende lernen. Wenn sie meinen, ich kann das besser, ich weiß es besser als der Meister meinetwegen, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann werden sie ihr Anliegen vorbringen. Der Meister wird ihnen zuhören, aber es ist nicht zwingend gegeben, dass es wirklich eine gute Idee war. Das müssen die auch lernen und das ist eben auch, auch irgendwo ein demokratischer Prozess, zu sagen, ich äußere mich. Wichtig ist, sie werden wahrgenommen, das ist ganz wichtig. Und dann aber eben nicht daraus den Anspruch abzuleiten, dass das, was ich denke, jetzt die allgemeingültige Meinung ist. Ist das bei Ihnen auch so, bei ThyssenKrupp? Ja, mitunter. Wir hatten gerade ein Projekt gestartet. Wir sollen in der nahen Zukunft ein neues Ausbildungszentrum kriegen. Also das alte Ausbildungszentrum steht seit 50 Jahren. Jetzt haben wir die Möglichkeit, wirklich aufzusatteln, ein komplett neues Ausbildungskonzept darzustellen. Da haben wir zum Beispiel mit der Jugend- und Ausbildungsvertretung zusammen ein Thema stattfinden lassen, wo wir gesagt haben, die Auszubildenden, unsere 165 plus die 52 Dualis, die laufen einmal durch das neue Ausbildungsgebäude. Dualis sind duale Studenten. Duale Studenten, ja. Genau richtig. Wo wir gesagt haben, so, ihr habt die Teilhabemöglichkeit. So, ihr habt jetzt eine Möglichkeit, ein Ausbildungsgebäude dass ihr mitwirken könnt. Und ihr werdet gehört, definitiv. Und wenn aus diesen 100 Vorschlägen Minimum einer rauspurzelt, ist das für uns allgemein komplett gewonnenes Thema. Also das war auch wieder ein komplett neues Thema, ist ein Millionenauftrag, wo unsere Auszubildenden direkt mitsprechen dürfen. Jetzt sind wir ja an dem Punkt, wird das akzeptiert? Also mitsprechen ja, aber alles allein bestimmt nicht. Das kann auch für eine junge Generation ja nicht gelten. Ich würde gerne noch mal auf den Begriff Demokratiekompetenz da zurückkommen. Für mich heißt das ja vor allem die Fähigkeit, Interessen austarieren zu können. Dass jeder die Möglichkeit hat, sein eigenes Interesse zu artikulieren und dass man dann in Prozessen zu Kompromissen findet. Das ist für mich eigentlich im Kern dessen, was Demokratie bedeutet. Sozusagen Vielfältigkeit, Pluralität, diverse Vorstellungen von bestimmten Organisationsstrukturen, Organisationskultur, von Gesellschaft. Also auf allen Ebenen kann man das denken. Sich da zu überlegen, was ist mein Interesse hier dran und wie kann ich es artikulieren und wie kann ich es mit den vielen anderen Interessen, die auch im Raum sind, sozusagen zusammenführen. Deswegen ist für mich sozusagen der Kern von Demokratiekompetenz eigentlich die Fähigkeit, Kompromisse einzugehen, kompromissfähig zu sein, aber auch gleichzeitig als junger Mensch zu lernen, ich darf was sagen, ich darf eine Haltung haben, ich darf mich hier positionieren und dann in diesen Aushandlungsprozess zu gehen. Und das ist sozusagen die Schönheit von Demokratiekompetenz, dass genau das sozusagen immer wieder eingeübt wird, immer wieder gelernt wird auf allen Ebenen der Gesellschaft, in Schule, in Kitas, in Organisationen. Und also man merkt, dass ich schnaufe. Das ist genau das, weswegen wir es als Querschnittsthema gerne dabei hätten. Dann passt es nämlich auch wunderbar, was hat Demokratie mit MINT zu tun, Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Müssen wir uns nicht heute alle irgendwie eine Meinung bilden zu künstlicher Intelligenz? Was halten wir von Algorithmen oder Ähnlichem? Also wie Sie sagten, überhaupt erst eine Meinung formulieren zu können, ist ja etwas, was heute manchmal schon schwer ist. Und da Jugendliche, Kinder, junge Erwachsene zu unterstützen, ist etwas, was dringend notwendig ist, glaube ich. Meiner Meinung nach auch ganz wichtig, dass bei uns im Kleineren und in der Gesellschaft gesamt gesehen, im Größeren, dieses Wir hier unten und die da oben, dass dieses Denken nicht mehr aufkommt. Weil das ist meiner Meinung nach momentan, jetzt aktuell auch ein ganz großes Übel, dass wir hier unten oft nicht wissen, was die da oben tun. Und das ist durch eine gewisse Kommunikation auf Augenhöhe, kann man das ausschalten. Wir machen es eben im Kleinen und im Großen muss es meiner Meinung nach stärker werden. Jetzt gehört aber doch zu diesem Demokratiekompetenz praktizieren, lernen, damit umgehen, auch, dass man diese Kompromissfähigkeit am Schluss hat und die Akzeptanz dessen, was am Ende mal rauskommt. Also ich sage mal beispielhaft, wenn Fridays for Future jetzt beim Bundesverfassungsgericht klagt und da verliert, dann haben sie verloren. Punkt. Und dann findet das nicht statt. Und wenn Ihr Azubi zu Ihnen oder zu Ihnen sagt, hör mal, ich will das hier aber alles anders, ich habe eine bessere Idee als von gestern, was ihr hier macht, und Sie dem sagen, ja, vielleicht hast du in ein paar Punkten recht, aber in dem nicht, und einer bleibt so, wie er ist, weil, dann muss das ja auch akzeptiert werden. Weil, ich meine, am Schluss können die Azubis ja nicht allein das Schiff bauen oder die Elektroanlage. Also da sind ja Parallelen, die dann auch
auf beiden Seiten was erwarten, nicht, also was verlangen. Nicht nur auf der Seite derjenigen, die bisher Prozesse stärker dominiert haben. Ist das machbar? Geht das? Also gelegentlich habe ich den Eindruck, da wird es schwierig in der Akzeptanz von, hier ist jetzt eine Grenze. Also wir erleben das in unseren Programmen bei der Schwarzkopf-Stiftung. Ich kann das Beispiel des Europäischen Jugendparlaments nennen. Immer wieder, wo sozusagen Jugendliche aus allen europäischen Ländern zusammenkommen und über konkrete gesellschaftspolitische Herausforderungen sprechen. Während der europäischen Finanz- und Wirtschaftskrise haben da Deutsche, Griechen, Finnen, Spanier, Georgier zusammengesessen und sich gemeinsam überlegt, was das heißt auf europäischer Ebene und wie man da rauskommt. Und dieser Prozess des Gemeinsamen, wir setzen uns zusammen und wir reden und diskutieren und argumentieren so lange, bis wir eine gemeinsame Position haben, kann sehr heilsam sein und kann sehr lehrreich sein, sodass sich danach alle hingestellt haben und gesagt haben, ja, das ist unsere Position zu diesem Thema mit sehr unterschiedlichen sozusagen Backgrounds, die damit reingespielt haben. Mit Blick auf Fridays for Futures habe ich ein bisschen Sorge, dass sozusagen diese jungen Leute, wenn sie merken, dass ihre Forderungen, die ja Maximalforderungen sind, nicht in den politischen Betrieb übernommen werden, dass es zu hoher Frustration kommen wird, weil viele dieser jungen Leute nicht im politischen Betrieb drin sind. Ne? Weil sie denken, warum macht ihr nichts? Es eilt, es muss jetzt passieren. Also diese Ungeduld, die da auch dabei ist, wie das aufgenommen wird. Und ich hoffe sehr, dass da, und da spielen politische Parteien dann doch eine wichtige Rolle, es schaffen, diese jungen Leute wieder für sich zu faszinieren und zu sagen, ihr wollt Gesellschaft verändern, also müsst ihr Teil der Organisation sein, des Systems sein, was sozusagen für unsere parlamentarische Demokratie zuständig ist, nämlich Parteien. Und da sehe ich eine große Gefahr gerade für unsere Demokratie, weil diese jungen Leute nicht mehr selbstverständlich in Parteien eintreten, wenn sie ein bestimmtes Thema haben, wo sie sagen, hier möchte ich gestalten. Und was passiert als nächstes? Wir sehen es schon, sozusagen die Proteste werden überführen sich gerade in andere Formen des zivilen Ungehorsams. Es gibt schon die radikalere Bewegung zu Fridays for Future, die sozusagen mit nochmal ganz anderen Möglichkeiten und Demonstrationsformen auf die Straße geht. Extinction Rebellion, die Berlin eine Woche fast lahmgelegt haben, viele andere Städte auch. Also da muss es sozusagen, da muss es eine Annäherung geben und da muss aber auch Politik, muss Gesellschaft, müssen auch Stiftungen in gewisser Weise, die eine wichtige Rolle spielen, Unternehmen, die da häufig schon gerade in der Klimafrage sehr viel weiter sind sozusagen als unser politisches System, auf diese jungen Leute auch Schritte zugehen und sagen, kommt mit an den Tisch, lasst uns darüber diskutieren, lasst uns aushandeln. Herr Grenz. Es ist sicherlich ein beidseitiger Lernprozess, ganz klar. Und man darf nicht vergessen, die Rolle der Jugend ist es, lauter, radikaler und maximal fordernder zu sein. Das ist deren Aufgabe im Prinzip. So waren wir als Jugendliche ja im Prinzip auch. Wir haben natürlich auch Forderungen gestellt, auf jeder Ebene, von denen wir wussten, sie werden nicht vielleicht 100% umgesetzt. Und der Lernprozess, das dann zu verstehen, ich durfte mich äußern, ich durfte mich auch radikaler äußern, ich darf mich auch als Extinction Rebellion Mitglied äußern, ist vorhanden. Aber dann muss ich eben diesen Annäherungsprozess starten, von beiden Seiten natürlich. Wir Älteren müssen auf die zugehen, ganz klar. Und die Jüngeren müssen natürlich auch ihren Beitrag leisten und auf uns zugehen, das ist auch klar. Was ist denn eigentlich die gute oder auch möglicherweise nicht so gut Rolle der sozialen Medien in dem Zusammenhang? Also Sie gewinnen durch YouTube Auszubildende und die können sich darstellen, oder Fridays for Future macht da auch eine Menge, jedes Unternehmen macht da mittlerweile viel. Wir sind auch als Nordmetall und als Nordmetall Stiftung auf Facebook und Twitter und so weiter unterwegs. Aber es gibt ja nicht nur den Versuch, seine Position durch die Menschen, mit denen man arbeitet, in einer bestimmten Institution da zu präsentieren, es gibt ja auch eine Menge Unangemessenes. Ja, es gibt Rassismus, es gibt Homophobie, es gibt frauendiskriminierende Geschichten. Es gibt ziemlich viel Pornografie, wenn man den Wissenschaftlern glaubt, die sagen, was da so alles genutzt wird. Also eine Menge Dinge, die in eine völlig andere Richtung laufen und ja auch schlechte Stimmung verbreiten und manchmal Menschen auch sehr konkret negativ betreffen. Also läuft da nicht was auseinander? Die soziale Medienwelt auf der einen Seite auch eine ganz schwierige. Und wenn Unternehmen und Institutionen sie aber betreiben, ich will nicht davon sprechen, dass es nur gut gemacht und gut gemeint ist, aber vielleicht möglicherweise was ganz anderes abbildet und unten drunter was ganz anderes läuft. Also wie empfinden Sie diesen Gegensatz in Ihrer Arbeit?
Also für unsere Zielgruppe, wir arbeiten mit jungen Menschen zwischen 18 und 30, ist es eine Selbstverständlichkeit. Die sind alle aufgewachsen mit den sozialen Medien, die sind überhaupt nicht wegdenkbar. Und trotzdem würde ich sagen, und da stimmen mir sicherlich viele zu, ist, dass es eine bestimmte Kompetenz wiederum braucht, um diese neuen Medien, diese neuen Kommunikationskanäle, neu, also sozusagen in Anführungszeichen, zu nutzen. Medienkompetenz. Also wie gehe ich eigentlich mit dieser Flut an Informationen, die mich tagtäglich irgendwie überfällt, aber auch mit all mit dem Hass und mit der Wut, wie gehe ich damit um? Wie kann ich als junger Mensch entscheiden, was sind Fake News und was sind richtige News? Was brauche ich dafür wiederum an Kompetenzen, um genau das zu erkennen? Und ich glaube, da tut sich mittlerweile wiederum auch ganz viel, das ist auch sozusagen ein Teil von Demokratiekompetenz, der kritische Umgang mit Medien. Und mit sozialen Medien, das zu lernen. Und da gibt es ganz viele tolle Ansätze und Projekte, die das schon im Ansatz machen, die fragen, was sind Nachrichten, was sind richtige Nachrichten und wie kann ich mich informieren und sozusagen ein gutes und breites Bild der Nachrichtenlage und der gesellschaftspolitischen Lage bekommen. Das werden wir gleich fortsetzen, Frau Wolfering, meine Damen und Herren. Wir haben natürlich auch in dieser Sendung im neuen Jahr wieder die Nachrichten aus der M&E-Industrie im Norden für Sie, Standpunkte vor Ort. Mitte Januar hat im Haus der Wirtschaft eine Informationsveranstaltung zu der aktuellen Rechtsprechung der Arbeitsgerichte im Jahr 2019 stattgefunden. Neben aktuellen Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts und einiger zweitinstanzlicher Gerichtsentscheidungen wurden auch damit in Zusammenhang stehende Problemfelder und Handlungsempfehlungen erörtert. Die Referentin Marlies Heimann, Präsidentin des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein, nahm sich hinreichend Zeit, auch auf Fragen der Teilnehmer einzugehen. Die Kunsthalle Bremen hat im Rahmen der Sonderausstellung Ikonen, was wir Menschen anbeten, im Januar zu einer Podiumsdiskussion mit und über Influencer eingeladen. Unter dem Motto Influencer, was können und machen die eigentlich, wurde über die gesellschaftliche Rolle von Influencern, Finanzierungsmodellen, Kooperationen und Followern gesprochen. Teilgenommen haben Jolina Mennen, die sich auf Beauty- und Lifestyle-Themen spezialisiert hat, der Vollzeit-Influencer Maximilian Georg Arnolds und die Modebloggerin Cherifa Akili. Das Podiumsgespräch wurde durch die Nordmetall-Stiftung ermöglicht. Ende Januar haben sich der Vorstand und der Tarifpolitische Ausschuss von Nordmetall in Hamburg getroffen. Als Gast war erstmals Daniel Friedrich dabei, der neue Bezirksleiter der IG Metall Küste. Wir freuen uns sehr, dass Daniel Friedrich als neuer Bezirksleiter heute da war, so dass wir ihn auf der einen Seite menschlich kennenlernen konnten und wir auch unsere Fragen an ihn loswerden konnten. Ich glaube, das ist ein guter erster Start, um gemeinsam weiterzudenken und sicherlich auch der erste richtige Schritt, dass wir vertrauensvoll gemeinsam Zukunft gestalten, auch in der anstehenden Tarifverhandlung. Die Nordmetall-Tarifverhandlungsführerin Lena Ströbele mahnte die IG Metall, den Strukturwandel in der Industrie gemeinsam voranzutreiben. Ja, zurück im Studio, meine Damen und Herren. Die sozialen Medien waren der letzte Punkt, den Sie gerade aufgebracht haben. Herr Selvi, bei Ihnen in Kiel, wie gehen Sie damit um? Sie machen, glaube ich, sehr viel selber auch durch Ihre eigene Initiative mit Ihren Azubis. Ja, ich habe selbst nutzt Facebook, Instagram und LinkedIn und Co. Was ich gerade aktuell betreibe, ist wirklich so Kenndaten, Kennzahlen über die Berufsausbildung, Tätigkeiten über die Berufsausbildung auch mal wirklich an den Mann zu bringen. So, erstes Ziel ist wirklich die Mitarbeiter. Mitarbeiterzufriedenheit, wo die Mitarbeiter selbst sagen, so über die Ausbildung haben wir gar nicht mitgekriegt. Klasse, was ihr da veranstaltet. Zum Beispiel 2019 waren wir auf 38 Schulbesuchen und auf Messen, Berufsmessen mit knapp 800, 900 Einzelgesprächen. Also das präsentiert man nicht. Ne? Mein Chef sagt immer, tu Gutes, denn erzähl drüber. Also, und meine erste Quelle ist dann wirklich die Mitarbeiter. Wenn wir die dabei haben, sind knapp 3000 Mitarbeiter, die wir am Standort haben. Wenn die für mich präsentieren nach außen, muss ich gar nicht mehr so viel machen. Und das ist so eine dieser erste Quelle gewesen. Und hat das auch gute Followerzahlen? Wird darauf eingegangen? Ja, ich werde ganz oft darauf angesprochen. Du bist ganz aktiv, du bist ganz oft dabei mit deinen Auszubildenden. Es ist auch ein ganz anderer Umgang. Auch wie ich vorhin schon sagte, wirklich, dass zum Beispiel unser Geschäftsführer in der Short mit den Auszubildenden dann so ein Bild abgibt. Mhm. Gibt auch ein ganz anderes Standing nach außen. Ja. Nun sind ja diese Medien sehr unterschiedlich, ne? Facebook, Instagram, TikTok haben wir jetzt. Ich glaube nicht, dass jedes so gleich problemlos funktioniert, oder? Wie sehen Sie das? Wir bespielen die unterschiedlichen Kanäle mit unterschiedlichen Inhalten. Also als wir anfingen mit Social Media, war Facebook die Werbeplattform für Auszubildende. Inzwischen ist kein
potenzielle Auszubildende mehr auf Facebook. Deswegen bespielen wir jetzt für diese Zwecke Instagram. Auf Facebook erreichen wir jetzt die Elterngeneration und Lehrergeneration. Deswegen bespielen wir das weiter. Und ja, das ändert sich. TikTok, wo Sie es gerade genannt haben, war auch in der Diskussion. Da kommen wir dann doch aber an die Grenze, wo wir sagen müssen, irgendwo muss ein bisschen Professionalität doch gewahrt bleiben. Und TikTok werden wir nicht machen. Also ich kann es bestätigen, wir hatten in der Kunsthalle Bremen eine Veranstaltung zum Thema Influencer. Und weil es eben um, was beten wir an, These, vielleicht die Influencer von heute. Die sagten ja, Instagram wäre so ein bisschen der Happy-Kanal, also das Positive von diesen Medien. Wie gehen wir denn dann aber, um das auch nicht ganz außen vor zu lassen, mit denjenigen um, die einen nun nicht happy machen, wenn sie auf Facebook irgendwas Garstiges posten oder irgendwas völlig Unzutreffendes? Was ist Ihr Rat an die jungen Leute, mit denen die Stiftung auch arbeiten? Und was ist auch Ihr Rat in Ihren Unternehmen? Ja, es kann ja auch mal einer vorbeikommen und etwas wirklich absolut Unangemessenes. In dem ignoriert man das einfach, sagt man, guck, ist egal, das ist halt so. Hält man dagegen, argumentiert man, bleibt man gelassen, wird man auch ein bisschen heftiger, überlegt man gar juristische Schritte? Da gibt es ja viele verschiedene Ebenen. Wir hatten das schon. Wir hatten einen NTV-Bericht über unseren ersten Geflüchteten, den wir eingestellt haben. Und da kam auf Facebook dann ein extrem negativer Kommentar. Das war 2016, auch im Zuge der Flüchtlingswelle, will ich mal kurz sagen. Und dem sind wir professionell gelassen begegnet. Wir haben ein Antwortvideo gedreht, was dann tatsächlich zum meistgeklickten der YouTube-Geschichte wurde. Und haben dann eine ruhige, gelassene, argumentative Antwort darauf gegeben. Das ist sicherlich nicht immer möglich, das ist auch nicht jedem möglich. Wir haben natürlich als Firma, als Unternehmen ein bisschen Zeit und ein bisschen Ruhe und auch ein bisschen Manpower, um das vorzubereiten. Wo ich dann gleich zum Tipp auf die Azubis selber oder auf persönliche Ebene gehe, einfach erstmal sacken lassen, Ruhe bewahren und mit ein bisschen Überlegungen antworten. Das ist, glaube ich, ein bisschen verloren gegangen. Dieses sofortige Antworten, egal auf welchem Kanal, ist nicht immer hilfreich. Also ist dieses Stück gelebte Demokratie der Rat aller Beteiligten, um mit sowas umzugehen? Ja. Unsere Perspektive darauf ist vor allem, dass wir sagen, wie können wir junge Menschen, die angegriffen werden, weil sie irgendwelche Diversitätsmerkmale haben, wo andere sagen, nee, da haben wir keine Lust drauf in unserer Gesellschaft. Ein konkretes Beispiel, unsere junge Europäerin des Jahres 2019 ist bekennende Muslima, trägt ein Kopftuch und hat sich auf all den sozialen Medien mit einer Europaflagge und dem Kopftuch gesagt, ich liebe dieses vielfältige Europa. Und daraufhin hat der rechte Rand zugeschlagen und mit so einer Hasswelle diese Frau attackiert. Und unsere Herangehensweise war zuerst zu fragen, wie können wir dich schützen, was können wir tun, was brauchst du von uns, willst du weiter präsent bleiben und visibel bleiben sozusagen in den sozialen Medien, die einen ja auch sehr hilflos und ungeschützt da stehen lassen können, oder sollen wir dich zurückziehen, sollen wir die Posts löschen? Das ist die erste Frage, die ich immer stellen würde. Was brauchst du, willst du von uns was hören? Willst du eine Haltung von uns dazu haben, die das im Zweifelsfall weiter anstachelt und diese Spirale weiter fortführt? Oder sollen wir dich schützen und sofort rausnehmen? Ich glaube, es gibt da wahrscheinlich keine One-Fits-It-All-Lösung, sondern muss sich jeden Fall einzeln anschauen, wo man dann auch als Organisation mal ganz klar sagt, nee, hier wollen wir als Organisation auch Haltung zeigen, als Stiftung Haltung zeigen. Das sind die Grenzen einfach, in denen wir uns bewegen wollen. Das sind rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen. Also es ist Fall zu Fall abhängig, würde ich sagen, wie wir darauf reagieren und wie wir handeln in den sozialen Medien. Haben Sie schon so einen Problemfall gehabt? Zum Glück noch nicht, definitiv auch klar der Meinung, wirklich Haltung zu zeigen und das nicht einfach stillschweigend einfach hinzunehmen. Auch gerade diese Aktion sehr gut. Würden wir genauso darauf eingehen, einfach nicht zu sagen, so, das ist ein Hasskommentar, wir nehmen den mal raus oder das wird dann unter dem Teppich gekehrt, sondern wirklich darauf zuzugehen. Also ich glaube, auch in unserem Unternehmen wird das auch propagiert, wirklich auf so eine Thematik dann auch Stellung zu nehmen. Wie erleben Sie denn jetzt die jungen Leute, mit denen Sie da arbeiten, sowohl im Betrieb als auch in den Stiftungen, wenn die Arbeit fortgeschritten ist? Und ich sag mal, Demokratiekompetenz ist ja nichts, was verordnet wird oder mal ebenso wächst, sondern das ist ja was schon da ist und sich entwickelt und in irgendeiner Form genutzt wird. Was ist das Endergebnis? Gehen die dann am Schluss alle in Parteien oder eher nicht, wie Sie sagen, weil die gerade nicht en vogue sind oder vielleicht die Großen eher nicht und nur die Kleinen oder nur bestimmte? Oder gehen die nächste Bürgerbewegung oder also was machen die?
Haben Sie da Beobachtungen? Wenn ich mir was wünschen dürfe, Sie würden aktiv werden. Also ein bisschen, was Frau Wolfering sagte, vom Mittags- oder vom Winterschlaf der Jugendlichen. Dieses Verantwortung übernehmen, dass man sagt, mitgestalten. Also nicht nur jammern und meckern, sondern sagen, wir haben alle die Chance, in unserer Gesellschaft etwas zu verändern, wenn ich mich einsetze. Und das mit den Mitteln meiner Stimme und auf friedlichem Wege. Also das wäre so ein bisschen der Traum, weswegen wir eben diese Projekte durchführen, wo Jugendliche schon mal das Gefühl haben können, bei Lern durch Engagement, wie fühlt sich das an, wenn ich da an diese Grenzen komme. Also das Selbstleben, und das ist natürlich die Schwierigkeit, dass wir in unserer Stiftung, in dem Moment, wo wir sagen, Partizipation ist etwas, was wir von anderen, zum Beispiel auch Museen, fordern, gilt das für uns ja auch. Und das werden die anstrengenden, zeitraubenden Prozesse, die Sie noch nicht so erwähnt haben, die ich mir aber vorstelle, dass wenn Sie Azubis mitsprechen lassen, dass das dann auch Zeit kostet einfach. Sicher. Ja. Wie erleben Sie das im Betrieb? Also konkrete Erfahrungswerte, was die jungen Leute dann in der Freizeit damit anstellen, kann ich nicht wirklich liefern. Ich hoffe, wir hoffen, dass wir ein freundliches, positives Miteinander, was wir in der Firma versuchen zu leben, dass wir da entsprechend den Anschluss geben, dass das mit nach außen getragen wird. Das ist eigentlich alles, was wir in unserer Größenordnung, mit unserer Einstellung, die wir bei der Firma an den Tag legen, leisten können. Wenn wir es oder wenn die, also nicht nur die jungen Leute, sondern insgesamt alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein wertschätzendes, gemeinsames Miteinander erleben, dann hoffe ich, dass das Ganze mit nach außen genommen wird. Das ist das, was wir leisten können. Wie ist das bei Ihnen, Herr Selby? Also Thema Zusammenarbeit, ne? Will ich Zusammenarbeit auch über den Grenzen hinaus mit verschiedenen Nationen, mit Männlein, Weiblein, mit Alt, mit Jung zusammen, ist definitiv ein ganz hohes Thema bei uns. Also wenn wir die Teilhabe bei der Ausbildung zum Start schon fördern, und wirklich die extrem ernst nehmen und Thema Übergang zum Facharbeiter, haben wir dadurch einen extrem guten Mitarbeiter gewonnen, definitiv. Und wir starten von null an. Ne? Werden die Schwarzkopf-Stiftung Geförderten am Schluss alle Bundestags- und Europaabgeordnete? Auf gar keinen Fall. Das wär total schade, wenn das so wäre. Yeah. Ich wollte noch mal eingehen auf das, was Sie gesagt haben. Demokratiekompetenz ist überall. Ich würde sagen, nein, Demokratiekompetenz fällt nicht vom Himmel. Wir müssen sie lernen, wir müssen sie einüben, wir müssen sie ausüben. Und zwar wirklich überall. Und das fängt in der Kita an, dass man Möglichkeiten für junge Menschen, schon für ganz junge Menschen entwickelt, wie sie irgendwie ihren Kita-Alltag mitgestalten können. Das geht dann weiter an Schule, die ich noch für viel zu konfrontativ in ihrem Unterricht halte häufig, dass es da völlig neue Möglichkeiten der Teilhabe gibt. Und natürlich ist es voraussetzungsreich. Wir haben über Engagement, über Teilhabe, über Diversität, Sensibilität und also viele Kompetenzen gesprochen. Aber die sind nicht einfach so da. Die müssen überall und andauernd eingeübt werden. Ansonsten verrostet das, was wir sozusagen Demokratie nennen. Also wir brauchen es überall und jeden Tag und andauernd. Und es muss gelernt werden. Vielen Dank an die Runde, meine Damen, meine Herren. Schön, dass Sie da waren. Meine Damen und Herren, hier in Hamburg haben wir ja nun demnächst Gelegenheit, nicht nur Demokratiekompetenz, sondern Demokratievollzug zu organisieren, nämlich am 23. Februar. Da sind Bürgerschaftswahlen. Denken Sie dran, vergessen Sie es nicht. Am 26. Februar geht Standpunkte TV wieder auf Sendung. Dann werden wir uns der Bedeutung des Exports für die norddeutsche Wirtschaft widmen. Und die Rolle des Exports ist ja beim derzeitigen wirtschaftlichen Abschwung auch eine, die man breit diskutieren kann. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Bleiben Sie der norddeutschen M&E-Industrie gewogen.